Huch. Drain Pain. Ich mag ja lieber Max Pain. Das unerforschte Leben ist nicht lebenswert, Detektiv. Warum also lasse ich mir von dir so auf der Nase herumtanzen? Du bist ein Lügner und Betrüger. Ein verkleideter Kraftprotz mit teuren Spielzeugen. Weltbester Detektiv? Trotzdem glaubt das jeder von Gotham bis Star City. Ich ertrage Hochstapler nicht, Detektiv. Verkleidete Dilettanten, geduldet von intellektuell Überlegenen und noch das letzte Fünkchen Dankbarkeit, Würde und Respekt stehlend. Komm mal ein bisschen klar, Eddie. So, wo fahren wir in die Hölle oder was? Hört ja gar nicht auf. Die ich dich sprichwörtlich und wahrscheinlich auch tatsächlich runterspülen werde. Dieser aquatischen Untersuchung könnte nicht einfacher sein, Detektiv. Senke den Wasserspiegel. So. Zuerst allerdings ist es Zeit für ein Rätsel. Löse dies, Detektiv. Was tun Fledermäuse beim Heimkommen? Sie hängen sich kopfüber. Aber. Okay, das ist es nicht. Ach, sie hängen sich, ja, natürlich. Nein. Okay. Du musst den rotierenden spitzen Todesklingen ausweichen. Okay, dann erstmal von der anderen Seite. Nein! Ach Mist, ich wollte doch wieder rein. Siehst du, was passiert, wenn du den falschen Knopf drückst? Dann werden wir hier einmal die Winde ansetzen. Gut gemacht, Detektiv. Du hängst dich da ja richtig rein. Okay. So, die Frage ist, wo komme ich jetzt? Hier komme ich jetzt runter, ne? Aber da scheine ich auch runterzukommen. Aber hier ist eine 2. Mal schauen. Okay, hier bei der 3 ist aber auch alles dicht. Oder muss ich da irgendwie rein? Vielleicht muss ich da auch erstmal reinfliegen. In meine kleine Höhle. So, das würde ja bedeuten, ich könnte von hier aus vielleicht... Na, das wird gerade sehr knapp. Nein. Das war ja ziemlich dumm. Geschafft! Ich hab's geschafft! Ich meine, natürlich habe ich das. Klar, wie erwartet. Das war jetzt einfach nur doof von mir. In der Gosse, die ich dich sprichwörtlich und wahrscheinlich auch tatsächlich runterspülen werde. Das Ziel dieser aquatischen Untersuchung könnte nicht einfacher sein, Detektiv. Senke den Wasserspiegel. So. Zuerst allerdings ist es Zeit für ein Rätsel. Löse dies, Detektiv. Was tun Fledermäuse beim Heimkommen? Hey, die Winde einsetzen. So, das hatten wir ja richtig gemacht. Du hängst dich da ja richtig rein. Nein. Falsche Richtung. So, jetzt wieder hoch.
So, und jetzt kann ich von hier aus vielleicht auf der Kette rumlaufen. So, so sieht's auch aus. Der erste Teil, Batman. Das Wasser ist zwar flacher, aber zu tiefgründig für dich. Gut, die Frage ist, welche Variante ist das jetzt? Das müsste die hier sein, die 2, ne? So, wir fahren dann zwar etwas langsamer, aber verhängen wir schon am Haken. Weißt du, Detektiv, wenn ich den Ankerpunkt manipuliert hätte, könntest du jeden Moment tot sein. Ja, das würdest du aber nicht tun. Nein, 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 nein. Genau. So, und von hier aus fahren wir jetzt auch nochmal hoch. So, und da unten können wir jetzt rein. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir von hier aus am besten da reinspringen oder vielleicht von da aus. Ich glaube mal von hier aus. Ach, das ist hier auch noch dicht. Nein! Ja, so geht's natürlich auch. So. Jetzt haben wir das Auto dann die ewigen Jagdgründe geschickt. Da war ja irgendwie nicht so schlau, ne? Nein, oh Mist. Kumpel, das glaubt dir doch keiner mit der Hose. So, jetzt mischen wir wahrscheinlich zu 3, ne? Wird ja wahrscheinlich Sinn machen. Und nach der 3 kommt... Probleme, Detektiv? Du befindest dich leider schon einige Minuten hinter meiner Prognose. Ja, das macht ja nichts. Ich glaube, ich muss nämlich erstmal wieder... Oh, deshalb waren die Schätzungen ungenau. Ich habe deine Inkompetenz und Dummheit nicht als zwei getrennte Variablen berücksichtigt. Verzeihung, Detektiv. Das war aber ziemlich dumm von dir. So, okay. Ah, warte mal. Waldemar, Waldemar. Sieh dich an, Detektiv. Du hängst in dieser grässlichen Maschine rum wie ein potthässlicher Kronleuchter. So? Die 3. Die Frage ist, wie komme ich zu der 3? Nein, 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 nein. So, sieht das so schon besser aus? So, bei der 3, 3, 3, ja, das sieht besser aus. Ich glaube, ich könnte noch ein bisschen weiter
So. Und jetzt kann ich bei der 3 hoch. Runter. Hoch, runter, da sind ja auch alles so komische Begriffe. Das ist ja alles nicht so hundertprozentig geklärt. Was oben, was unten, kommt auch drauf an, wo du hin willst, ne? So. Nein. Dass da schon wieder für ein Abfluss ist. Da unten muss ich jetzt hin. Ja, das wird doch wohl wieder schwer. Aber erstmal fahren wir mal. Wir fahren mit dem Bettmobil. Düdelüdelü. Ne, 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 ne. Batman. So, du alter Batman. Dann zeig mir jetzt mal, dass du auch da unten reinfliegen kannst. Okay, da geht's um die Ecke. Großartig, großartig. Du erreichst gerade so exakt die Werte, die meine Gleichungen vorhersagen. Vorsicht, wenn du rausgehst. Ja, ich ahne Schlimmes. Ah. Aber auch da hat Batman ja was vorgesorgt, ne? Huch, nee, nach unten will ich ja. Einmal bitte komplett nach unten. Unter dem Motto, so weit wie geht. Du weißt doch, die Grenze zwischen perfektem Rätsel und unfairer Todesfalle läuft wirklich auf Benutzerfehler hinaus. So, damit können wir jetzt wieder nach oben und dann geht's auch schon weiter. Vor allem, wer baut denn sowas? Wer finanziert denn sowas? Und jetzt können wir hier hin. U und dann rechter. Pinöppel. Können wir nicht was anderes spielen? Das wird. Ach, warte, jetzt habe ich nicht. Achso, doch. So. Ja, was anderes können wir nicht spielen. Das ist ja. Der hier müsste es ja sein, ne? Na, hoffentlich schummelt Eddie jetzt nicht. Und da heißt es immer, schwarze Katzen brächten Pech. Noch ein Schlüssel. Gut gemacht. Natürlich verlierst du sofort alle deine neuen Leben. Sollte ich diesen Zünder betätigen? Noch eine Tür geöffnet. Überraschung. Yeah. So. Da kommen wir wieder raus. Und da ist Le Batmobil. Und da, bei der 1. Bei der 1 ist der Ausgang. Wer hätte es gedacht? Ich war schon immer der cleverste im Raum, Detektiv. Und musste sämtlichen Hohn und Spott von jenen ertragen, deren jämmerliche geistige Fähigkeiten, das zu erfassen, nicht in der Lage waren. Und dann kommst du nach Gotham. Verwirkst deine kognitiven Fähigkeiten, die denen eines durchschnittlichen Raufbolds nur knapp überlegen sind, unter der Maske eines tapferen Helden. Und die Menge jubelt dir zu. Jubelt zum Waisenhaus, Held. Es wird Zeit für einen Test mit dir und Catwoman. Die gute alte Catwoman. Klingt so ein bisschen neidisch, ne? Mann.
Ja, da ist doch jetzt nichts Neues, dass ich einen Panzer habe. Was Neues ist, dass ich euch nicht treffe. Jetzt ist ja Mist. So, wo? Wer schießt denn da auf mich? Wir machen mal gleich hier weiter. Celina ist immer noch im Waisenhaus. Gemeinsam werden wir sie befreien. Wie gemeinsam? Du und ich oder wer? Nein, das geht abwärts. Wie soll ich denn hier lang fahren? Ach, was ist das denn hier für ein Umweg? Huch, das war ich nicht. Stimmt. Oder geht endlich mal in seinen Ruhestand. Es braucht nicht viel, eine Katze zu zähmen. Du bist so. Ich sagte doch, ich hol dich da raus. Ich weiß. Es ist nur... Egal. Lass uns zum nächsten Raum gehen, bevor mein Kopf explodiert, okay? Joker stirbt, reißt die halbe Unterwelt von Gotham mit sich und ich höre monatelang nichts von dir. Was soll das? Ich war beschäftigt. Na klar, ich weiß, dass ihr euch nahe standet. Aber du musst wieder raus. Neue Spinner treffen. Du kannst nicht ewig trauern. Er hat einiges unerledigt gelassen. Aber wirklich einiges unerledigt. Sein Blut da überall zu verteilen, war ja schon eine ganz schön fiese Idee. Liebstes Komödiantenduo. Es war eine solche Freude, Rätselkammern für nicht einen, sondern zwei Halbidioten zu kreieren. Oh, das ergibt quasi einen ganzen Idioten. Ich wollte es gerade sagen. Dunkler Ritter, wenn du deine Katzenfreundin verloren und genug um ihren kopflosen Leichnam getrauert hast, können wir das vielleicht wiederholen. Mit Robin. Oder vielleicht deinem verlorenen Sohn in Bloodhaven. Nicht zu weit treiben, das Ganze. Was ist hier schon wieder? Kommst du da hoch? Die Decke? Einfach. Sehr schön.